Moin Mädels, moin Jungs, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute sind wir mal wieder unterwegs. Ich bin ja normalerweise immer mit dem Bus, ne, hier am Fahren und bla bla bla. Und jetzt hat mein Kalle, jetzt hat mein Kumpel Kalle Kuschinski mich angerufen und meinte so, ey Kalle, Alter, kannst du nicht mal hier so ein schönes Haus für mich pimpen, Alter? Das ist hier so eine Hundehütte, Alter, und da sind da voll viele Hunde und dann kannst du die so richtig schön beglücken. Ja, geil. Hunde finde ich ja richtig nice. Und beim Kalle Kuschinski sah das nämlich beim Hausrenovieren normalerweise so aus. Naja, wir können jetzt hier auf jeden Fall... Oh! Ja, und er ist momentan leider verhindert und ist im Urlaub. Und dann dachte ich mir so, ey, kein Problem. Ich kann mal kurz den Bus stehen lassen. Und dann fahre ich für dich hier eine Runde durchs Wohnzimmer. Ja, und deswegen dachte ich mir, ich übernehme das Ganze. Und er sagt dann immer so einen ganz bestimmten Satz. Er sagt dann immer, und ich bin Kalle Kuschinski. Und ich pimp dein Haus, Alter. Yo, du wärst gern ein Player. Doch bei dir sieht's kacke aus. Der Kalle kommt näher. Der Junge pimpt dein Haus. Damn right. So, naja, und hier ist halt so eine geile Hütte. Hier schöne Hundehütten draußen und so. Da wohnt der Justin. Und Justin hat ein paar Hunde. Und deswegen... kümmere dich mal um die Hütte, dass es ein bisschen geiler wird. Ich weiß noch nicht genau, was er sich vorstellt. Er hat mir das alles ein bisschen aufgeschrieben. Moin. Alter, das ist ein Schmetterling. What the fuck? What the fuck? Ey, das ist jetzt nicht wahr. Und die habe ich komplett verarmt. Das ist ja alles von der Katzen. Was ist mit euch? Klauzi? Meozi? Blauzi? Was soll das hier? Was ist das hier für eine Verarschung? Nicht euch treten oder what? Ah, scheiß drauf. Jedenfalls ist hier irgendwie irgendwas los mit Hunden und so, dachte ich eigentlich. Warum ist die ganze Scheißhütte voller Katzen? So, was haben wir denn hier überhaupt? Müssen wir hier überhaupt was machen? Oh, hier sollen wir was machen. Hier sollen wir ein paar Deckenlampen und sowas anbringen. So, Gegenstand verkaufen. Okay. Zack, zack, zack. Klassischer Kaffeetisch. Ich glaube, das ist der hier, ne? Weg damit. Ich glaube, ich verkaufe hier einfach alles, oder? Ja, alles. Oh. So, Gegenstand. Alter, ihr Dreckskatzen. So, ich soll ein Kaninchengehege Bexi bauen. Mein Gott, nur eins. So. Jetzt noch ein Meerschweinchengehege. Alter, ist das hier ein Streich jetzt so? Achso, man kann sogar die Farbe ändern. Als ob hier jetzt so viel Gehege-Scheiß reinkommt. Never ever, Digi. Aber könnt ihr die Meerschweinchen eigentlich fressen? Oder seid ihr einfach... Warum habt ihr eigentlich alle einen Hut auf? Und warum liegt... Wir machen den Joke nicht. Ach, ein Schildkröten-Aquarium sollen wir auch noch holen. Was ist denn hier los? Dann packen wir da dahin oder wah. So, Hamsterkäfig-Fondo. Ja, Alter, aber hier ist ja nur Zoo. Das ist eine Hundehütte. Frischwasser-Aquarium, Welcon, Alter. Hier ist wirklich einfach nur ein Zoo. Korb-Deckenlampe. Breites Speisekammerregal. Achso, für die ganzen scheiß Futtersachen wahrscheinlich, ne? Was mache ich hier denn? Da kann doch alles nicht wahr sein hier. Ach, davon soll ich 3 Stück auch noch holen. Mann, verpiss dich, du Scheißkatze. Wie heißt du? Schnauzi, Mauzi, Wauzi, Blauzi, Kauzi, Alter. Jetzt geht die da einfach drauf. Oh. Oh, wie süß. Die legt sich da drauf, du scheiß Dreckskatze. Ich will dich da irgendwie runterschubsen. Eine Belohnung geben. Hochheben. Ja, mach. Jetzt habe ich die in der Hand. Und ein Pelzteppich. So. So, sollen wir noch woanders was machen? Wir gucken mal hier unten rein. Nö, hier ist nichts zu tun. Wir haben irgendwie noch nicht so viel Fortschritt. Junge. Das ist unmoralisch. Junge, es ist nicht unmoralisch, eine Katze, die sich selber leckt, zu verkaufen. Also zumindest das Bild davon. Oh, hier sollen wir auch noch was machen. Hier sollen wir jetzt auch irgendwie alles verkaufen. Hey, jetzt kann ich das nicht verkaufen, oder was? Weil die Kackkatze... Kannst du dich bitte verpissen? Alter, hier sollen wir auch was machen. Alles verkaufen. Hä, sind die dumm? Alter, ich will das Bett jetzt hier verkökern. Ah, jetzt geht's. Perfekt. Ich sperre euch jetzt alle ein. Ich nehme euch jetzt alle und wir kommen jetzt alle ins Badezimmer. Tür zu. Hello there. Egal, wo ich hingehe, kommt aus irgendeinem Loch eine scheiß Katze gehüpft. Es kotzt mich an. Es katzt mich an. Verstehe? Weil ich kann... Erstmal einen Schluck Wasser. So. Hier sollen wir jetzt wieder 1000 Sachen kaufen. Dann noch die hier. Wir lassen die einfach in den Farben, wie das hier vorgegeben ist. So, hier Fressnapf, Digga. Trinkhalter. Miau, miau. Hunde Beispielzeug Dumbbell, Digga. Bro. Was ist das jetzt hier? Das ist doch nichts für Hunde.
Vielleicht die Katze da irgendwie mit interagieren lässt. So, ich kaufe hier den ganzen Scheiß. Ich leg das hier auch einfach nur irgendwie so richtig lieblos hin. Das wirkt mich alles nicht. Mann, das stinkt auch immer. Katzen sind so widerliche Tiere. Die kacken hier immer so rein und dann machen die mit den Beinen so fipp, 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 fipp. Dann stinkt alles nach Arsch. Ich meine, bisher war ja hier alles in Ordnung. Jetzt sollte ich hier die ganze Scheiße hinstellen und es riecht jetzt schon, ich habe jetzt schon den ekligen sakrotan Katzenarschgestank in der Nase. Und das kotzt mich an. Das kotzt mich an, Digga. Können die Katzen nicht wie ein normaler Mensch nach draußen gehen und... Können Katzen nicht wie ein normaler Mensch hier nach draußen gehen und hier schön einen Haufen in die Ecke setzen und dann so... Guck mal, da kommen die ganzen Söhne an. Geht zurück in eure Mutter, ihr scheiß Dreckskatzen, Alter. So eine Pipi-Matte. Das ist eine Pipi-Matte. Wollt ihr mir jetzt sagen, dass das eine Pipi-Matte ist? Das ist nicht euer scheiß Ernst. Also da gehen die drinne scheißen. Und das ist eine Pissmatte. Ich heb dich jetzt mal darauf. Und dann pisst du bitte, okay? Irgendwann später. Es passiert nichts, die pissen einfach nicht. Muskelteppich, Digga. Es ist so Willkür, was hier mit zusammengekauft wird. Zweibeinhocker, Tektin, Tagedy-Tick. Was haben wir hier noch? Automatischer Katzentränkapparat. Ihr könnt schön hier saufen und dann direkt pissen. Ihr könnt eigentlich beim Saufen schon pissen, Alter, ihr scheiß Dreckskatzen. So, dann haben wir ein Fressapparillo. Ja, schön neben das Klo. Damit ihr es auch überhaupt nicht bequem habt. Hunde-Eingangsgehege. What? Soll ich ein Gehege bauen? Ja, okay, es macht alles gar keinen Sinn, was ich hier mache. Jetzt sagen schon alle, oh, die Katzen sind doch so süß. Warum bist du so gemein zu den Katzen? Weil das scheiß Hundekatzen sind. Hundebett? Das Hundebett muss natürlich dann trotzdem ins Hundegehege, ne? Auch ein Hundebett. Oh, das ist schöner. Könnt ihr euch bitte verpissen? Geht doch bitte zur Seite. Ich muss rein. Komm. Ey. Sag mal. Kannst du dich bitte aus meinem Leben verziehen? Jetzt kann ich das nicht bewegen, weil die Katze da draußen sitzt. Bitte verpiss dich. Bitte verpisst euch doch. Ich kann das Hundebett nicht platzieren. Ich krieg gleich ein Arschloch voll. Es geht nicht. Ich muss umdisponieren. Jetzt schnell das Große kaufen. Alter, das kann nicht wahr sein. Bitte verpiss... Ey, ihr kleinen Kackkatzen. Ja. Mein Gott. Bodenfliesen legen helle rotierende Paneele, Digga. Wie soll ich jetzt überall verplattern, oder was? So eine nervige Scheiße, ey, wirklich. Katzen sind so eine weirde Erfindung einfach. Hunde sind geil. Aber Katzen sind doch einfach nur unnötig. Ordne die Deckenfliesen an. Was? Ich wusste gar nicht, dass man Deckenfliesen anbringen kann. Jetzt sieht das schon fast aus wie eine Gummizelle. Okay, Waschzubehör für große Hunde, Sandress. Alter, ist das ein Riesen-Oschi. Alter, das ist ja ein Hund rufen. Es müssen keine Tiere gewaschen werden. Aber ich will einen Hund waschen. Ein Eckschrank. Dann muss er halt in die Ecke, ne? Hundeschampoo Giuseppe. Junge, ey, ist das eine Scheiße. So, was haben wir noch? Metallmülleimer. Kann man ja sogar noch hier nebenstellen, oder? Hängender Handtuchhalter mit Helm. Mancher. Junge, wir haben das doch hier. Hier hängt doch eine Heizungshandtuch-Dings. Das sieht eigentlich ganz schick aus, muss ich mal jetzt auch mir selber auf die Schulter klopfen. Das Like da. So, Regal, Manolo, Alter. Machen wir mal so. Ist bestimmt sinnvoll. So, Stapel der Handtücher, Digga. So, 1, 2, 3. So, Waschzubehör für kleine Hunde. Also, das ist jetzt wirklich ja Blödsinn. Als ob ich hier extra so eine kleine Also, das ist eigentlich ziemlich geil, so eine Hundebadewanne. Wieso habe ich hier so eine Deluxe-Badewasche-Scheiße? Und dann hier so ein kleines Mini-Kackschiff. Naja, müssen sie ja schon wissen. So, Teppichkreis, schön in weiß. Dann sieht man jeden Scheiß. So, okay, das hätten wir. Theoretisch wären wir jetzt noch fertig. Aber dadurch, dass jetzt die ganzen Kackkatzen hier sind, habe ich das Gefühl... Oh, es gibt noch was im Garten zu tun. Dann holen wir den doch noch. Bin Taui. Und da sperren wir jetzt alle Katzen ein. Oh, die muss ich erst noch mal aufbauen hier. So, wird hier ein bisschen gezimmert. Ja, genau, so müssen wir es machen, ne? So, ich habe einen Auftrag. Pass mal auf. Hier kommt jetzt hier alle schön in den Käfig. Ich kann den nicht reinstellen. Ich kotze. Was ist, wenn ich mich hier lang genug reinstelle? Kommen die dann? Komm her. Ja, das hat nicht so gut funktioniert. Ich kann hier schnell zumachen. Kommen die nicht mehr rein. So, ihr habt mein ganzes Leben gefickt, ihr Scheißkatzen. Und jetzt fick ich eure Augen. Ich darf hier nicht streichen. Das ist mein Problem. Alles gesperrt. Dann scheiße ich euch hier noch den Laden voll. So, ihr braucht es ja auch immer muckelig warm. Deswegen kriegt ihr noch einen schönen Ofen. Und weil ich ein Netter bin, nicht nur einen. Scheiß aufs Budget. Und da noch einen Ofen. Nicht genug Geld. Ach, mein Budget ist aufgebraucht. Ich hoffe, euch wird nicht kalt. Ich wünsche euch was.
Ich verpiss mich jetzt nach Hause. So. Schön. Oh, toll. Guck mal, da sind die ganzen Katzen. Das haben wir auch wirklich schön gemacht. Da oben sind auch noch Katzen. Ich hoffe, der Kalle Kuschinski ist zufrieden mit meiner Arbeit. Ich habe ja wirklich einiges geliefert hier, muss ich sagen. Und, ja. Gucken wir mal bei ihm zu Hause vorbei. Was zum F***? Warum sind jetzt hier die ganzen Katzen?